Die Regionalliga bei Sport Total. Präsentiert von bwin. Es ist der 89. Westschlager. Rot-Weiß Essen zu Gast bei Alemannia Aachen. Eine Partie, die für beide Seiten unglaublich viel bedeutet. Die einen brauchen dringend 3 Punkte im Aufstiegskampf. Und die anderen, für die geht's ums bloße Überleben in der Liga. Engelmann. Und das macht Aachen dann eigentlich gut, bis sie durch den Fehlpass jetzt hinten einmal alles offen haben. Isaiah Young alleine auf Ross. Young! Isaiah Young, Ross! Marco Müller haut ihn weg und wieder ist es Josua Mroz. Gucken wir nochmal. Ganz viel Zeit. Dann kriegt er von hinten den Druck, weil er den nicht ganz optimal mitnimmt. Und Josua Mroz. Bis jetzt scheint es nur eine Frage der Zeit, bis Rot-Weiß hier in Führung geht. Kozucek, Wahnsinnsbewegung. Und jetzt geht's ab von der Alemannia. Wird das dann jetzt doch auf einmal die Führung für Aachen? Erath! Und jetzt vielleicht Heinze Golz abseits. Ist dann wie so häufig der letzte Pass oder diese letzte Aktion, die nicht so ganz klappt. Aber rein vom Spielerischen her ist das à la Bonheur. Golz. Auch da, das wirkt, als wären die Alemannen Pylon und da ist das 1-0 für Rot-Weiß Essen. Cedric Harenbrock. Nach 20 Minuten mit der Führung und dem Stich ins Alemannenherz. Und das geht viel zu einfach. Wirklich, als wären das Pappkameraden, die zuschauen, wie Essen da seine Magie versprüht. Isaiah Young mit der Vorlage vorher, wunderschöner Doppelpass. Und nach 20 Minuten ist der Suboptimalzustand für die Alemannia eingetreten. Jetzt einem 0-1 hinterher zu laufen gegen RWE. Das wird schwer. Ganz soweit bittet jetzt aber erstmal kurz zum Sechs-Augen-Gespräch. Plechati und Damaschek haben sich da ein bisschen behakt. Schmitz, Erath und wieder Golz. Uiuiui. Wenn man weiter fleißig so punktet, dann sollte der Abstieg vielleicht doch nicht so das Riesenthema werden. Auf dem Tivoli. Aber die Zunge liegt auf Wenn. Young. Dürholz, Harenbrock. Probieren sich Aachen zurechtzulegen. Dürholz! Und wenn du dann ständig deine Gegenspieler so frei vor dir hast, macht das auch keinen Spaß. Damani! Ball ist noch in der Gefahrenzone, hält. Hey. Engelmann. Und das führt dann der Fehler von Engelmann zum 1-1. Und jetzt explodiert der Tivoli. I will survive, schallt es aus den Lautsprechern. Und ich glaube, es gibt kaum ein Bild, das passender ist. Kaum ein Song, der die aktuelle Situation besser darspiegelt für die Alemannia. Und die Ausgangssituation, die ist der Fehler, der technische Fauxpas von Engelmann. Und dann Marcel Damaschek, der große Held. Die letzte Ecke ging in die Hände von Jakob Golz.
Jetzt gucken wir mal, was aus dieser hier wird. Schmitz, Golz, macht die Hände breit, ist wieder dran. Unfassbar. Was erleben wir hier für einen Fußballnachmittag? Und er springt auf Verdacht mit beiden Händen raufsen und kriegt ihn dann eben genau auf diesen ausgestreckten langen linken Arm. Und es riecht doch nach Lucky Punch, als gäbe es hier nochmal irgendeine finale Wendung in diesem Drama. Vielleicht ja jetzt. Nee, Josu Amros, der Tivoli-Titan. Die lassen hier aber auch Chancen liegen. Marius Kleinsorge. Wahnsinn. Eine Chancenverwertung, man mag es kaum glauben. Ross hat ihn und das war's. Alemannia Aachen erkämpft sich einen Punkt im Westschlager gegen Rot-Weiß Essen. Eine Riesenerleichterung für Schwarz-Gelb, die da komplett erschöpft zum Teil zu Boden fallen und Essen mit einem kräftigen Dämpfer im Aufstiegskampf. Die Regionalliga bei Sport Total. Präsentiert von bwin. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.